Die haben eh eine coole Stimme. Ja? Yeah? Raketen entsichert. Ich finde schon einen Weg. Auf dem Meister. Hat das geschafft? Oh, da ist schon wieder ein Bulldozer. Auf in den Kampf. Dann muss ich mich jetzt echt mal mit Flugzeuge bauen. Nee, danke. Verderben allen Unterdrückern. Ich versuche nicht... Nein, sollst du nicht. Du sollst ein... Oh, jetzt wird schon wieder ein neues Flugfeld gebaut. Hoffentlich lassen die den gewähren. Bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Wenn das nämlich der einzige Bulldozer ist, den sie gerade haben, dann haben die gleich ein dickes Problem. Kriegt ihr den Kleinen, bevor er es errichtet? Die sind ja so schwach zu viert nur. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, das juckt mich nicht. Kollateralschaden. Die höhere Ordnung soll herrschen. Sie haben es geschafft, sehr schön. Unsere Basis ist in Gefahr. Freulich. Gehen wir da ein bisschen näher ran. Uns kann niemand aufhalten. Wenn das jetzt ihr letzter Bulldozer war, dann gute Nacht. Dann haben sie noch eine Kaserne hier, ein paar Hubschrauber, wo auch immer die herkommen gerade. Und hier ist eine doofe Fliege gerade, die mir vor dem Monitor herumfliegt. Das kann ich ja gar nicht leiden. Ungebetene Gäste. Schafft ihr das irgendwann? Jawohl. Kein Opfer ist zu groß. Dann nehmen wir die wieder mal ein zum x-ten Mal. Kampfbereit. Das... Sie werden sterben. Nein, ich will doch nur einnehmen. Warum wollen die mal angreifen? Die höhere Ordnung soll herrschen. Wir nehmen, was uns gehört. Oh, Hubschrauber. Für Gerechtigkeit. Wir haben einen Krieger verloren. Die Kaserne kriege ich... Oh, da war mal ein Krieger. Wir haben zu wenig Energie. Mach dich klein. Ich bräuchte ein paar Vierlingsgeschütze hier oben. Wie das Geld einfach nur reinrollt. Krass. Unser Mut ist grenzenlos. Oh, noch ein paar Kraftwerke vielleicht. Nein, nicht angreifen. Warum wollt ihr immer angreifen? Oh oh. So viel dazu. Hier habe ich noch einen. Vielleicht kann der heimlich noch was anrichten. Das Nachschublager wäre noch nett. Hier ist noch eins. Doof. Aber dann vor allem die Kaserne. Ich glaube, die ist am wichtigsten. Da kommen nämlich noch Einheiten raus. Da können sie genug so viel Geld sammeln, wie sie wollen. Wenn sie keine Kaserne mehr haben, können sie damit nichts anfangen. Das ist eigentlich eine recht leichte Mission. Auf unsere Heimat ist in Gefahr. Ich gehe. Man muss halt einfach wissen, wie. Verderben allen Unterdrückern. Oben sind die bösen Hubschrauber, links der böse Panzer und mittendrin der arme Terrorist. Immer lieber schlafen. Wie ein echter Schläfer. Was geht denn hier ab? Ja. Wir haben einen Krieger. Interessant, weil die Raketentypen immer viel weiter schießen können als alle anderen. So, ich muss mehr bauen, sonst baue ich bald ziellos. Es gibt keine Siedels mehr in dem Teil zum Kleck. Unser Land wird bedroht. Dann verkaufen wir es besser mal. Das ist so meine Devise. Ja, ich gehe. Und die viele Chinooks, Sammler. So, weg damit. Wo auch immer die Hubschrauber hin sind. Es gibt jedenfalls eine Menge Bunker. Ich glaube, ich muss gar nicht alle einnehmen. Wie soll ich die Kaserne da bitte schön... Komm, haben die noch genug Strom? Denn wenn der Strom weg ist, dann stört mich diese Patriot-Batterie nicht mehr. Gib mir das Geld. Wie wär's damit? Gehört's jetzt mir? Glaub schon. Wir kaufen es einfach. So scheiße. Scheißegal. Meine ich natürlich. So, ihr habt hier noch ein Nachschublager. Ich weiß. Haben nicht alle gecheckt, glaube ich, aber... Egal. Nehme ich erstmal das, was hier schon ein bisschen aufgerüstet wurde. Ja, die haben noch Energie. Nehmen wir euch die restlichen Energiereserven besser mal weg. Mir macht das nichts aus, wenn ich hier 1-2 Fahrzeuge verliere. Ich baue 10 weitere nach. Ich meine, ich habe 2 Waffenhändler. Hallo? Am Dauerproduzieren. Ich habe quasi schon gewonnen. Das Witzige ist, den Hauptteil der Arbeit habe ich hier mit meinen einzelnen Trupps hier erledigt. Kein
Opfer ist zu groß. Das ist schon irgendwie witzig. Wir nehmen, was uns gehört. Ach, damit. Die haben immer noch Energie. Wenn das die einzigen Kraftwerke sind, dann sind die schon sehr leistungsfähig. Vielleicht haben die aber noch irgendwo anders welche. Auch wenn es nicht so sieht es so aus, nö. Wie geht's eigentlich meinem Chef? Schon ein Zweier-Veteran. Aus der Mitte scheinen die nicht so oft zu kommen. Weg damit. Schätze aufrüsten könnten. Hätte es mehr Wert gehabt zum Verkaufen. So, das letzte. Ah, sie haben schon keine Energie mehr. So habe ich das gewünscht, genau. Wir haben einen Krieger verloren. Kann ich hier? Da kommen sie immer raus. Aber drei können sich jeweils um den Typ da kümmern und einer nimmt dann die Kaserne ein. Die wehren sich auch, glaube ich, gar nicht. Die können sich eventuell gar nicht wehren, während sie gerade rauskommen. Schnell einnehmen. Das heißt ja Command and Conquer. Das kommt ja voll zur Geltung. Normalerweise zerstöre ich einfach nur alles. Wenn man halt mit so einem kleinen Trupp infiltriert, dann erobert man lieber. Und kann das Gewonnene direkt wieder verkaufen. Jetzt sind die quasi wehrlos. Macht und wehrlos. Blendgranaten am Arsch. So, wir verstecken uns hier erst nochmal. Ich glaube, die haben nämlich echt Blendgranaten und dann haben meine keine Chance gegen. Ich würde sagen, wir greifen mal an. Also so richtig, jetzt kann es mal losgehen. Ich speichere auch hier, also ich bin mir jetzt sehr siegessicher. Die Mission ist echt nicht schwer, wenn man sie erstmal drauf hat. Oh, da ist ja kein Kohle mehr zu machen. Wo gehen wir zuerst lang? Hier rechts. Was liegt an? Die Raketentypen vom Anfang an sind überhaupt nicht gefordert gewesen. Was? Ah, Angriff! Gruppe 1 seid ihr jetzt. Ich kann auch parallel angreifen, also wir sind ja hier multitaskfähig. So, dann kann ich Shift drücken und kann die noch dazu holen. Dann seid ihr 2 und geht mal da nach oben. Ich bin zwar immer ein bisschen behäbig, wenn ich 2 Sachen gleichzeitig machen muss. Bei Command & Conquer. Hätte ich die jetzt zerstören können, die Brücke, dann hätten die gar nicht angreifen können. Ich glaube nämlich, hier kann man keine Brücken reparieren. Im Kampf Jeep als Aufklärer. Die lassen sich einfach abschlachten. Na, wenn es Spaß macht. Ich bräuchte noch ein paar Infanteristen, aber die kann ich mir gleich herbeirufen. Um die Bunker nämlich einzunehmen. Oder da läuft ein alter Veteran noch mit. Der von den eigenen Leuten gerade mal überfahren wird. Ja, die Raketen, die sind auch schon ganz cool. Bei Tiberium Wars gab es noch diesen getarnten Panzer mit Raketen, der war auch ziemlich krass. Die halten immer nicht sehr viel aus, aber man kann sie einsetzen. Ich warte auf sie. Es gibt andere Einheiten, die man quasi nie baut, wenn man sie nicht gezwungenermaßen benötigt. Und hier sieht man auch immer wieder mal, dass Vierlingsgeschütze alleine nicht gerade so sinnvoll wären, auch wenn sie am Ende dann doch die besten sind. Aber gegen Gebäude nicht zwingend. So, da habe ich noch was gesehen. Habe ich jetzt noch eine Infanterieeinheit dabei? Da ist noch einer. Kannst, wenn du es noch schaffst bis dahin. Ich darum kümmern. Jetzt habe ich den leider noch in der Gruppe drin. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter. Wir haben einen Krieger verloren. Oh oh. Genau dafür habe ich den Mob dabei, damit er sich um diese Gebäude kümmert. Ein paar Molotow-Cocktails rein und weg ist es. Flieht, ihr Ratten, flieht. Ihr habt keine Chance. Wir haben einen Krieger verloren. Einer nach dem anderen, bitte. Der nächste bitte. Und tot. Macht die hiesige Flora doch nicht kaputt. Ja, kümmern wir uns erstmal um den meinetwegen. Der Mob kann ja keine Gebäude einnehmen, glaube ich. Das sind ja eigentlich nur Zivilisten. Militarisierte. Ja, das sind ja eigentlich alles Terroristen, von daher.
Toxinraketen ausrichten und diese Brücke führt zum Stützpunkt der Angriffe. Wenn wir sie kontrollieren, sitzen sie in der Falle. Die sind schon längst in der Falle. Die schmeißen mit Blendgranaten, seht ihr das? Da sind meine Mobs, die mich am Arsch. Oh, haben die schon einen Bunker kaputt gemacht? Idioten. Braucht die doch. Der arme Panzer. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Auch nur so kann man die, glaube ich, perfekt aufrüsten. Manche Fahrzeuge, vor allem die Felix-Geschütze, indem man durch feindliche Trümmer fährt. Hat er sich gerade auch aufgerüstet? Ich glaube schon. Weg mit euch. Den hätte ich gern. Nein, mach den nicht kaputt, den brauche ich. Passt auf. Jungs. Keine Dummheiten. Deswegen mag ich eigentlich keine Toxinwaffen. Die schädigen ja meine eigenen Einheiten dann auch, wenn sie hier rum. Ja, mache ich doch. Habe ich schon vor. Ich bin auch schon längst voraus. So, darauf. Müssen die erstmal kurz. Wir haben einen Krieger verloren. Oh. Hat er inzwischen den Bunker eingenommen? Perfekt. Die höhere Ordnung soll herrschen. Die alten Kranken und fast Toten können es eben doch noch. Wo haben die eigentlich jetzt die Einheiten her? Ich habe doch ihre Kaserne eigentlich zerstört. Oder haben die noch irgendwo eine? Oder waren das ihre Reserven? Kann ja auch sein. Ist da noch jemand sonst? Oder geht es nur noch um einen Bunker? Verderben allen Unterdrücker! Wir brauchen mehr Land! Wir haben einen Krieger verloren! Jagt sie davon! Was labert ihr? Ist grenzenlos. Toll, da sehe ich nichts. Was kann ich denn da noch entwickeln? Was ist das? Nichts Wichtiges, so wie es aussieht. Wir haben einen Krieger verloren. Aber ich gucke mir kurz mal an. Dann kann man da bestimmt hier bei der Kaserne. Sieht man noch nichts. Okay, ich habe halt noch keine hundertprozentige Erforschungsmöglichkeiten. Können wir nicht in Frieden leben? Ja, ihr sammelt erstmal ein bisschen wieder was, würde ich sagen. Hier war doch irgendwo noch. War hier nicht noch ein Nachschublager? Habe ich mir das eingebildet? Meinetwegen. Nur ein Bunker hier. Hier geht's nicht weiter. Hier ist Wasser. Wasser. Und runter. Wir kontrollieren genügend Bunker. Kümmern wir uns jetzt um die Amerikaner. Das ging aber schnell. Ich brauche keine Bunker mehr. Niemand kann uns aufhalten. Raketen entsichert. Gehen wir erstmal hier noch ein bisschen weiter und treffen uns dann in der Mitte zum Stelldisch ein. Und nebenbei könnte ich mal ein paar Einheiten bauen. Wir haben einen Krieger verloren. Ich hätte auch ein bisschen mit Bomben-LKWs arbeiten können. Ich glaube, das macht eine Menge Spaß. Im Spiel. Wohlgemerkt. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, Schande. Ah, da ist auch eine Kaserne. Das ergibt dann Sinn. Oh, ich habe die falschen jetzt gehen die hier rein. So war das nicht gedacht. Nicht geplant. Wo sind meine Einheiten? Wo kommt ihr denn her? Wir haben einen Krieger verloren. Das ist ein bisschen weniger, als ich gedacht hatte. Aber so sieht das schon gut aus. Ich glaube, der befördert sich gleich. Bleibt mal besser hier stehen. Verderben allen Unterdrückern. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, du, was ist das hier oben? Geh mal da rein. Guck ein bisschen fern. Geht mal da besser ein bisschen hoch, unterstützen. Da habe ich nämlich viele Einheiten verloren. Das waren wahrscheinlich eh weniger, weil der Mob das einfach so viel erscheinen lässt, aber der kleine echten Panzer, die was ausrichten kann. Keine Raketentypen drin, dann kann ich mich ja um die kümmern. Alle mal wegrassieren. Abmähen. Das lassen die schön mit sich machen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, das ist, ja, nicht optimal. Bisschen wenig aufgepasst. Kümmern uns erstmal um die Kaserne, würde ich sagen. Wo haben die jetzt schon wieder Energie her? Wir haben einen Krieger verloren. Mach die Kaserne weg, die ist erstmal wichtig. So, und dann das. Meinetwegen. Wir haben hier ein bisschen Ruhe.
Bergwerk weg. Die Milizen sind eigentlich schon am Ende, aber noch wollen sie nicht aufgeben. Was macht der Hubschrauber da eigentlich? Wisst ihr noch, wie hier alles voller Einheiten war? Die sind alle weg. Sowas von verlustreich, dieser Kampf mit den Terroristen. Ja, du kümmerst dich doch am besten mal um einen gewissen Hubschrauber. Hä? Kann der nicht hochschießen oder hat er einfach keinen Bock gehabt? Oh, jetzt sind meine Skorpione ganz schön am Arsch. Die können sich nicht wehren dagegen, das ist unfair. Wir kümmern uns erstmal um das Nachschublager, würde ich sagen. Und dann können wir hier, wenn das funktioniert. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Das ist dann welche Gruppe? 2. Ja, Mist, jetzt habe ich es unter. So rum. Wo habt ihr den Panzer her? Ihr habt gar keine Waffenfabrik mehr. Nein, bleib am Leben, bleib am Leben! Mein Lieblingsflieblingsgeschütz. Nein! Da ist er tot. Joe ist gefallen. Ich bitte um eine Gedenkminute. Was ist er denn da? Okay, ich brauche eigentlich keine Bunker mehr. Ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen revanchieren. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und ja, dann. Na? Können die sich noch um die Bunker kümmern? Kein Opfer ist zu groß für Gerechtigkeit. Eine Menge Bunker sind hier noch rumstehen. Was war eigentlich mein Ziel? Bunker einnehmen wahrscheinlich. Ah, sie haben die Blabla. 4 Bunker habe ich nur gebraucht, geil. Oh, das war's. Ja, schön. Ja, wir haben einen, ja. Sieg errungen. Gut, beenden wir das hier. Mission 5, erfolgreich. Sehr schön. Noch 2 Missionen. Dann ist das Hauptspiel geschafft. Bis auf die 5. Mission gingen bisher alle in ein Video. Das ist doch sehr schnell. Und die hier... Ich glaube, ich mache auch nochmal 2 Videos draus. Hab ich mehr Material. Dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mission 6 dann. Tschüss.